Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Herrn Wasselhahn, nochmals herzlichen Dank für die nette Einführung und vor allem für die Einladung zu dieser wirklich interessanten und anregenden Veranstaltungsreihe. Mein Thema ist Green Carbon, Möglichkeit einer CO2-Senke unter Einsatz von Algen für die Produktion von Carbonfasern. Bevor ich hier weiter fortfahre, möchte ich auf meine Kollegen hinweisen, die hier an dieser Arbeit mitgewirkt haben und weiter auch mitwirken. Das ist zum einen der Kollege Brück, Leiter des Werner Siemens Lehrstuhls für synthetische Biotechnologie an der TU München, der hoffentlich jetzt auch zugeschaltet ist. Ich hoffe, dass er nicht unter die Fraktion gefallen ist, die dann die 100er-Grenze überschritten hat. Und Herr Kolja Kuse, der Erfinder des nachher vorgestellten neuen Werkstoffs aus algenbasierter Carbonfaser und Hartgestein. Vielleicht noch ein Hinweis zu den Folien. Die sind teilweise recht dicht gepackt mit Informationen. Ich habe mich bemüht, die wesentlichen Statements hier farblich hervorzuheben. Das, was dann sonst noch da ist, steht für denjenigen, der sich etwas tiefer mit der Sache beschäftigen will, im PDF, was später verteilt wird oder zur Verfügung gestellt wird, dann auch auf diesen Folien zur Verfügung. Ja, gleich Medias in Res. Gestern, Herr Wasselhahn hat ja, glaube ich, auch schon so ein bisschen angedeutet, wurde unser Beitrag hier gleich zweimal erwähnt. Einmal von Frau Hohmann im Kontext mit der LCA und natürlich in der Diskussion zum Cradle-to-Cradle-Vortrag von Herrn Kehlin. Herr Wasselhahn hat nochmal auf die Abfallhierarchie hingewiesen. Also ich will hier bekennen, vermeiden, verwerten, beseitigen. Auch ich bin sozusagen unter diesem Primat aufgewachsen, unter dem Primat der Kreislaufwirtschaft und der Abfallhierarchie und kenne das sehr gut. In Diskussionen mit Kollegen am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Herrn Schellenhuber und seinen Kollegen, ist mir allerdings auch ein klein wenig aufgegangen, dass diese Prinzipien kein Selbstzweck sind. Übergeordnete Ziele sind der Klima- und Ressourcenschutz. Und deswegen erlaube ich mir, die Frage zu stellen, was wäre eigentlich, wenn es uns gelänge, Carbonfaser herzustellen mit einem CO2-Fußabdruck, der negativ ist. Wenn die Carbonfaser also nachhaltig produziert werden könnte aus CO2. Dann hätten wir die Chance für eine Kohlenstoffsenke und nach dieser Senke wird verzweifelt gesucht. Und da, Tabubruch, wäre es dann möglicherweise sinnvoll, diese Kohlenstofffaser am Ende ihres Lebenszyklus, wenn sie dann nach mehrmaligen Recyclingzyklen einfach zu kurz geworden ist für weiteres Recycling, diese zu deponieren. Warum ist das überhaupt relevant? Da hole ich ein wenig aus. Sie alle kennen das Paris-Abkommen, 1,5 und 2 Grad Ziel von 2015 und den recht umfangreichen IPCC SR 1.5 Report des Weltklimarats aus dem Jahr 2018. Und spätestens nach diesen Ausführungen wissen wir, dass es sozusagen die Negativbotschaft nur die Energie- und Verkehrswende werden wohl nicht reichen. Das reicht nicht aus, weil der Hebelarm zu kurz ist. Selbst bei 100%iger Erreichung der Ziele der Dekarbonisierung von Energiewirtschaft und Verkehrswirtschaft werden wir es nicht schaffen, die Ziele des Paris-Abkommens zu erreichen. Das heißt, Industrie und Landwirtschaft müssen hier massiv auch dazu beitragen. Und deswegen, und das wird ausdrücklich in diesem Report des Weltklimarats hervorgehoben, brauchen wir Kohlenstoffsenken, CO2-Senken. Wenn Sie so wollen, sind das Reparaturbetriebe für das Klima. In der Industrie sind die Hauptquellen, die prozessbedingten Hauptquellen für Treibhausgasemissionen Stahl, Aluminium und Zement. Und die machen etwa ein Fünftel des weltweiten Treibhausgasemissionsvolumens aus. Wenn es uns nun gelingt,
Carbonfasern und Carbonfaser-Composites tatsächlich nachhaltig aus CO2 zu produzieren, dann bietet sich die Chance für einen maßgeblichen Beitrag, nämlich einmal durch die Immobilisierung von CO2 aus der Atmosphäre als Kohlenstoffsenke und natürlich durch die Vermeidung der sehr großen Emissionen aus der Produktion von Stahl, Stahlbeton und Aluminium. Und das wird uns nur gelingen, wenn wir nicht nur im Bereich des Fahrzeug- und Flugzeugbaus, in Maschinenbau und anderen Anwendungen, sondern vor allem, wenn wir im Bausektor die Carbonfaser und Carbonfaser-Composites CFK einsetzen können. Denn dort wird 100% des Zements und mehr als 50% des Stahls verbraucht. Ja, dann komme ich jetzt zu meiner Vision. Und bevor mich jemand darauf hinweist, auch ich kenne das berühmte Zitat von Helmut Schmidt, wenn es um Visionen geht. Aber lassen Sie mich trotzdem ein wenig visionieren. Also die Hauptbedingung für alle nachfolgenden Überlegungen ist, dass es tatsächlich möglich ist, nachhaltig CFK zu produzieren, und zwar aus CO2 mit erheblich reduziertem Energieaufwand. Dafür gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Pfade. Einmal thermochemisch über PTX und zum zweiten biochemisch unter Ausnutzung der Eigenschaften von Mikroorganismen, nämlich Algen und Hefen zum Beispiel. Da wir, und damit will ich nicht herunterreden, dass es auch viele Alternativen gibt, aber da wir heutzutage etwa 95% aller Carbonfasern kommerziell aus Polyacrylnitril, also aus dem Precursor, aus der Vorphase, aus PAN produzieren, ist das naheliegende Ziel, an diesem Punkt wieder aufzusetzen. Und das bedeutet, dass diese Mikroorganismen in der Lage sein müssen und die nachfolgenden Prozesse Acrylnitril zu produzieren. Ich betrachte jetzt zunächst mal die Möglichkeit, das über Algen zu machen. Die Alge hat einen riesengroßen Vorteil, nämlich der Planet hat ungefähr 3 Milliarden Jahre investiert, um diesen Organismus zu optimieren. Und deswegen ist sie wesentlich effektiver und effizienter in ihrem Metabolismus, etwas mehr als 10-mal so effektiv wie jede uns bekannte Landpflanze. Nächster Vorteil, es ist möglich, Algen zu züchten, und zwar jetzt nicht im Wassermilieu, also im Meer, sondern auf Land, in semiariden und ariden Regionen, wo keine Landwirtschaft betrieben wird. Das heißt, die Diskussion Teller und Tank oder hier wäre das dann Teller und Baustoff, die kommt hier gar nicht in Frage. Da, wo Algenfarmen gebaut werden, wird normalerweise keine klassische Landwirtschaft betrieben. Damit ist dies ein mögliches Modell für die Wertschöpfung in strukturschwachen Regionen, wo wir ohnehin verpflichtet sind, etwas zu tun für die Wirtschaftsbelebung, unter anderem um Fluchtursachen zu bekämpfen. Dritter Aspekt ist die Sicherheit. Wenn man mit solchen großen Systemen umgeht, Technikfolgen und so weiter, wenn wir uns konzentrieren auf Salzwassermikroalgen, dann haben die zwei Vorteile. Erstens, im Gegensatz zu Süßwasseralgen sind sie resistent gegen Pilze, die eingetragen werden aus der Umgebung. Sind also fungiresistent und zweitens, sie können nicht überleben, wenn sie ihr Salzwassermilieu verlassen. Das heißt, bei irgendwelchen Leckagen besteht nicht die Gefahr, dass wässrige oder dass aquatische Ökosysteme mit Süßwasser hier kontaminiert werden. Ja, die Carbonfaser an sich ist noch nicht das, was ausreicht, um ein Baumaterial zur Verfügung zu stellen. Die Carbonfaser liefert die Zugfestigkeit. Wir brauchen eine zweite Komponente für die Druckfestigkeit. Normalerweise ist das der Beton. Den wollen wir aber ersetzen und greifen deswegen auf Hartgestein zurück, nämlich Granit, die unter Vorspannung mit der entsprechenden Duroplastenmatrix mit der Carbonfaser verbunden werden und damit einen völlig neuen Werkstoff erzeugen, das CFS, Carbon Fiber Stone, was ein
patentierter Werkstoff der Firma TCT ist. Ich habe hier einige Materialeigenschaften dargestellt, die sind teilweise wirklich verblüffend. Wenn Sie mal auf das Videofenster schauen, dann zeige ich Ihnen mal eine Probe. Das ist ein Streifen aus diesem Material, auf beiden Seiten Carbonfaserschichten. In der Mitte ist ein massiver Stein. Das ist kein Steinmehl, was da eingebracht wird, sondern ein Stück Granit. Und dieses lässt sich wie ein Metallblech biegen und ist relativ zäh und gleichzeitig elastisch. Also um es kurz zu machen, Tests haben ergeben, dass dieses Material in etwa das gleiche Gewicht hat wie Aluminium. Es ist also leicht. Es ist so elastisch und zäh ungefähr wie Stahl. Und von der Haltbarkeit, das wissen Sie alle besser als ich, ist es als zweitstabilste feste Form von Kohlenstoff fast so haltbar und korrosionsbeständig wie Diamant. Um Carbonfasern in den benötigten Mengen für die Bauindustrie zu produzieren, brauchen wir sehr große technische Anlagen, insbesondere im Bereich der Algenzucht. Teilweise existieren diese großen Algenfarmen bereits, wie hier auf dem Bild auf der linken Seite dargestellt. Das ist eine Algenfarm in Australien, im ariden Bereich. Und diese Farmen, die bisher betrieben werden, werden hauptsächlich zu dem Zweck betrieben, Nährstoffe zu erzeugen. Nährstoffe für Futterstoffe und Ähnliches. Was wir hier haben wollen, ist die andere Komponente, nämlich das Algenöl. Und dafür brauchen wir Quadratkilometer große Algenfarmen. Zum Teil gibt es die schon, beispielsweise in Marokko. Von der Absatzperspektive her sieht es bereits in ersten Ansätzen ganz positiv aus. Dieses CFS-Material ist in ersten Produkten kommerziell eingeführt, beispielsweise in einem Skikern oder in Innenausbauplatten, in Buffetplatten, in der Ausstattung von Hotels und so weiter. Und vor allem, und da zeigt es besonders seine positiven Eigenschaften, in Form von Messlanzen für Stahlwerke. Das alles spielt allerdings für die Kohlenstoffbilanz noch keine große Rolle. Ziel ist es, diesen Werkstoff in der Bauindustrie einzusetzen und dort einzuführen. Und dafür muss der Preis ganz wesentlich im Vergleich zu heute verfügbaren petrobasierten Carbonfasern gesenkt werden. Und das hängt dann zum Teil auch vom Energieeinsatz ab. Geht das überhaupt? Carbonfaser nachhaltig aus CO2 zu produzieren. Da komme ich jetzt auf die Technologie. Wir haben etwas mehr als 20 Routen in den Vorarbeiten untersucht, hinsichtlich ihrer Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit zur Produktion von Polyacrylnitrilfasern. Und hier ist der einfachste Weg, also sozusagen die primitivste Route, dargestellt. Das fängt an bei der Algenzucht auf der linken Seite. Im nächsten Schritt werden Nährstoffe und Triglyceride voneinander getrennt. Im darauffolgenden Schritt das Glycerin und das Algenöl. Dann folgt ein klassischer Biokraftstoffprozess, in diesem Fall der Biodieselprozess, wo aus dem Algenöl Biodiesel produziert wird und weiteres Glycerin. Die Glycerinströme werden zusammengeführt und umgewandelt in Methanol. Dazu gibt es das sogenannte GTM-Verfahren, was in einem sehr aufwendigen, breiten und langwierigen EU-Verbundvorhaben bis zur Halbindustriereife getrieben wurde. Es folgt danach so eine Art von Standardprozess aus dem Katalog von Logi, der MTP-Prozess, der Methanol in Propylen umwandelt. Und danach geht es dann in den klassischen Soio-Prozess, der ja seit über 70 Jahren bekannt ist, um aus Propylen Acrylnitril zu machen und dann in der Polymerisation mit dem Dralon-Prozess daraus Panfaser zu machen. Das ist also das einfachste Verfahren. Wir haben nicht nur die Prozesse modelliert, sondern für uns vor allem, und das kam ja auch in dem vorangehenden Vortrag und vor allem in der Diskussion dazu, zum Ausdruck uns mit der Wirtschaftlichkeit oder den Wirtschaftlichkeitsperspektiven beschäftigt. Dazu haben wir relativ aufwendige technoökonomische Analysen durchgeführt, nicht nur quasi statisch, sondern auch wie für ein richtiges Unternehmen voll dynamisch.
und haben die ganzen Unsicherheiten und Unschärfen zu diesem frühen TRL-Level versucht, mit einer Monte-Carlo-Simulation zu quantifizieren. Kurz zusammengefasst, einige dieser Prozesskettenkombinationen haben sich dabei als durchaus von der Perspektive her als Kandidaten für ein wirtschaftliches Vorgehen herausgestellt. Es lohnt sich also, an dieser Stelle weiterzumachen. Nun ist die Panfaser natürlich noch nicht das Ende der Träume, sondern daraus muss Carbonfaser produziert werden. Die Carbonfaser ist deswegen so aufwendig und hat einen so großen Fußabdruck, weil enorme Mengen von Energie heutzutage für die Produktion eingesetzt werden müssen. Auf der ganzen Welt gibt es in verschiedensten Ländern zahlreiche Gruppen, die sich mit der Energieeffizienz dieses Prozesses beschäftigen. Beispielsweise die Kollegen in Denkendorf vom DETF, die sich hier zunächst mal die erste Stufe vorgenommen haben, die Oxidation und Stabilisierung des Pan-Prekursors. Und wir haben nach Erfolgen der Kollegen vom Fraunhofer-Institut für Lasertechnik in Aachen uns an die zweite Stufe herangemacht, nämlich die Karbonisierung bei sehr hohen Temperaturen, mit dem Konzept, hier die CSP, also Concentrated Solar Power Technologie von Solarkraftwerken zu verheiraten mit dem Karbonisierungsreaktor. Ich will hier nicht weiter aufgrund von Zeitgründen auf die Details eingehen, aber auch hier liefert die technoökonomische Analyse Argumente dafür, dass hier durchaus Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsaussichten bestehen und vor allem große Aussichten, den Energiebedarf der Carbonfaserproduktion maßgeblich zu senken. Und das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum der IPCC-Report dieses Double von algenbasierter Produktion von Panfaser und anschließend Reduzierung der Carbonfaserproduktion oder des Energieverbrauchs hierin in seinem Bericht ausdrücklich erwähnt. Das war wahrscheinlich dann auch ausreichend, um die Bundesregierung dazu zu motivieren, vor knapp einem Jahr ein relativ großes Verbundvorhaben zu bewilligen. Das sind 11 Verbundpartner. Koordinator ist die TU München unter Professor Brück. Die Hauptpartner sind auf der rechten oberen Seite der Folie dargestellt. Und hier geht man einige Schritte weiter, als wir in unseren Voruntersuchungen bereits untersucht haben. Verhältnismäßig wenig befriedigend war beispielsweise dieser erste Schritt nach der Algenzucht. Nämlich da mussten ja die Nährstoffe abgetrennt werden, um sich nur mit Triglyceriden zu beschäftigen. Hier kombiniert man jetzt die Algen, wir bleiben auf dem biotechnisch-biochemischen Terrain, aber durch die Hefe, durch den Einsatz der Hefen wird es dann jetzt möglich, 100% der produzierten Algenbiomasse umzuwandeln in Hefeöl. Und mittlerweile sind die Algen so weit, dass von dem eingetragenen CO2 bis zu 90% in Biomasse umgesetzt werden. Nun haben wir Hefeöl und da geht es dann auch einen Schritt weiter, nämlich nicht nur zum Acrylnitril und zur Panfaser, sondern zu 3 weiteren Auslässen dieses Systems einer, ich will es mal, Bioraffinerie nennen. Und zwar gibt es da den Auslass Duroplast, wo ein Epoxidharz biobasiert hergestellt wird, dann Thermoplast, wo ein thermoplastischer Polymer hergestellt wird, und als weiteres Produkt ein relativ hochwertiges Produkt für die Schmierstoffindustrie, die 10-HSA-Säure, die ein Schmierstoffadditiv, was stark nachgefragt ist heutzutage, darstellt. So viel zu den im Augenblick untersuchten Technologien. Vielleicht noch als letztes eine neuere Entwicklung seit Anfang dieses Jahres. Einige von Ihnen sich vielleicht jetzt gesagt haben, naja, schön, alles gut, aber das ist ja nichts für unsere Region. Das ist ja was für aride, semi-aride Regionen, große Flächen, die haben wir doch gar nicht in Westeuropa und in Mitteleuropa, also brauche ich mich damit nicht zu beschäftigen. Deswegen haben wir versucht, seit Anfang des Jahres hier ein gesamtes Anlagensystem zu
entwerfen, was die PTX-Technologie, also Power to meistens Kraftstoffe oder eben einfach nur Wasserstoff oder Gas, zu verbinden mit den Technologiepfaden, die im Projekt Green Carbon zurzeit gerade bis zur Demonstratorreife entwickelt werden. Das Ergebnis sehen Sie hier. Die kommerziellen PTX-Produkten, wir stehen ja vor einer Wasserstoffinitiative der Bundesrepublik, die haben im Augenblick zwei Probleme. Erstens ein Henne-und-Ei-Problem. Meistens sind sie für den Verkehrssektor ausgelegt. Dort fehlen aber die Brennstoffzellen angetriebenen Fahrzeugflotten. Das heißt, der Absatz und diese fahrzeugbetriebenen, die brennstoffzellenbetriebenen Fahrzeugflotten werden nicht aufgestellt, solange es nicht genügend Wasserstoff gibt. Das klassische Henne-und-Ei-Thema. Das zweite Problem ist, aus dem Elektrolyseur kommt ein Teil Wasserstoff, aber massenmäßig kommen 8 Teile Sauerstoff heraus. Das heißt, das Hauptprodukt massenmäßig ist der Sauerstoff, der meistens einfach nur in die Atmosphäre abgeleitet wird, weil man keine Verwendung hat. Das beeinflusst natürlich die Wirtschaftlichkeit dieser PTX-Konzepte ganz maßgeblich. Und wir haben ja einen Weg gefunden, den Sauerstoff, insbesondere in der Ölhefefermentation, die relativ viel Sauerstoff braucht, einzusetzen und neben dem Wasserstoff, zum Beispiel für den Verkehrssektor, hier auch Panfaser und Ölhefe zu produzieren, möglicherweise aus der Ölhefe dann wieder Biodiesel und Glycerin. Aber vor allem die Ölhefe ist eine Alternative zum Palmöl, was ja bekanntermaßen sehr zerstörerische Wirkungen in unseren Regenwäldern hat. Gut, das ist jetzt sehr parforceartig gewesen. Dennoch muss es reichen. Der Ausblick, wie geht es weiter? Bis zum 30.06., also bis Mitte nächsten Jahres, wollen wir das erste biobasierte Acrylnitril auf dem Tisch haben. Also wirklich produziert haben. Bis Herbst nächsten Jahres sollen die ersten biobasierten CFS-Sets, das heißt die Kombination aus biobasierter Carbonfaser, aus dem Bioduroplast und dem Hartgestein, erzeugt haben. Laufend werden zurzeit bereits Anwendungsdemonstratoren von DCT gebaut. Im Herbst nächsten Jahres soll es dann konzentriert auch um Anwendungen im Aerospace-Bereich zusammen mit Airbus und im Automotive-Sektor mit Daimler gehen. Und das Ganze wird natürlich begleitet durch eine detaillierte technoökonomische Analyse und Lifecycle-Analyse, um zu wissen, ob wir uns überhaupt hier auf dem richtigen Pfad befinden. Wenn diese Untersuchungen der TEA und der LCA dann positiv sind, dann können wir das RCF-Endverwertungsthema wieder aufgreifen und sollten die zur Verfügung stehenden Prozessoptionen ganz unvoreingenommen mit einer vergleichenden TEA und LCA bewerten. Ich fasse zusammen und komme zurück zu meiner These. Es geht gar nicht darum, was ist jetzt besser. Der Versuch, möglichst umfassend bis zu 100% und möglichst oft zu recyceln, um das Weltklima zu entlasten oder eine begrenzte Anzahl von Zyklen lang zu recyceln und dann die zu kurz gewordenen Faserstücke nicht thermisch zu verwerten, sondern als Carbonsenke zu deponieren. Die Antwort ist, beides hat natürlich seine Berechtigung, ein entschiedenes sowohl als auch. Wenn es hier vielleicht eine Systemkonkurrenz gibt, dann ist es die zwischen der Enddeponierung und der thermischen Verwertung in beispielsweise Carbidwerken. Das muss eine vergleichende LCA zeigen, was hier unter Ressourcenschutz- und Klimaschutzgesichtspunkten sinnvoller ist. Wir plädieren hier für die Ausbildung der global relevanten Carbonsenke. Nach den Kollegen vom PIC muss das dann aber auch eine sehr große Menge sein. Das heißt, für die prognostizierten Klimapfade und für die Korridore, die uns da als Möglichkeiten in Aussicht gestellt werden, ist eine Größenordnung ab etwa 1 Gigatonne Kohlenstoff pro Jahr klimarelevant. Und da konkurriert dieses Konzept zurzeit hauptsächlich mit dem BECCS-Konzept, das heißt Bioenergy Carbon Capture and Storage, über das tatsächlich von den Klimaschützern
und Klimaforschern nachgedacht wird. Und hier sprechen wir allerdings über Flächenbedarfe in Kontinentgröße. Das heißt etwas, was wir uns alle vielleicht gar nicht vorstellen möchten. Da braucht die Carbonfaserproduktion aus Algen wesentlich weniger Fläche und führt dazu auch noch zu einem Werkstoff, der wirtschaftlich attraktiv und relevant ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion und auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Arnold, für Ihre Vision. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir erstmal Verständnisfragen klären, denn dann würde ich gern in die Diskussionsrunde überleiten und dann auch die strategischen Fragen diskutieren. Gibt es zum Verständnis Fragen? Ich habe eine Frage aus dem Chat von Julian Fial vom Institut für Flugzeugbau Uni Stuttgart. Wie werden für den CFS-Werkstoff die Fasern mit dem Gestein gefügt? Welche Prozesse kommen zur Anwendung? Das ist ein Verfahren, das TCT entwickelt hat. Ich kann darüber so viel sagen, dass die Hartgestein unter Vorspannung gesetzt wird und dann verklebt wird mit der Carbonfaser, mit dem Carbonfaser-Matrix-System. Und dabei werden zum Beispiel für die Anwendung in diesen dünnen Auskleidungsplatten entweder nur auf einer Seite oder auf beiden Seiten die Carbonfasern aufgebracht. Bei größeren Bauteilen in der Bauindustrie, beispielsweise der Bahnschwelle, die eine Alternative zur Spannbetonschwelle darstellt, kommt hier eine Sandwich-Bauweise zum Tragen. Das heißt, mehrere dünne Carbonschichten im gesamten Bauteilkörper, die aber dann nicht außen, sondern innen angebracht sind. Das hängt also von der Anwendung ab, an welchen Stellen welche Schichten aufgetragen werden. Es hat erste Versuche gegeben, das Ganze auch quasi in einem Tiefziehprozess mit einem formgebenden Verfahren zu kombinieren. Diese ersten Prozesse oder diese ersten Versuche sind auch ganz vielversprechend, aber da ist man noch relativ stark am Anfang. Vielen Dank. Noch weitere Fragen? Können gerne durch Hand heben oder eben im Chat diese Fragen stellen. Dann kann ich Sie zuschalten. Herr Warzelhahn. Vielleicht eine Frage noch von meiner Seite. Wenn Sie die C-Faser oder die Composites entlagern, wird dann nur die Faser entgelagert und damit vorher eine Pyrolyse zum Beispiel gemacht? Oder wird das mit der Matrix entgelagert? Denn die Pyrolyse kostet natürlich wieder Energie. Also zunächst mal, der größte Massenteil ist natürlich die Hartgesteinkomponente. Da gibt es ein einfaches Schälverfahren, um Carbonfasermatrixschicht und Hartgestein voneinander zu trennen. Gibt es mittlerweile auch ein Verfahren, das Herr Kuse hier gefunden hat, um die Matrix und die Faser wieder zu trennen. Was jetzt sinnvoll ist und was erforderlich ist bei der Deponierung, da ist natürlich immer so, je mehr an Behandlungsschritten man reinsteckt, desto größer wird dann auch damit, der damit verbundene Aufwand, auch der energetische Aufwand. Das muss noch untersucht werden. Das heißt, ich weiß, dass das im Augenblick nicht mit den rechtlichen Rahmenbedingungen übereinstimmt. Es muss untersucht werden mit Lysimeterversuchen, ob das überhaupt erforderlich ist. Viel einfacher wäre es natürlich, das Gesamtsystem zu deponieren, also Carbonfaser und Matrix. Und das ist eine ähnliche Diskussion, wie wir sie Ende der 90er hatten, bei der Überarbeitung der TASI und der daraus resultierenden Abfallablagerungsverordnung, als über Gleichwertigkeitsnachweise diskutiert wurde zwischen MVA und MBA. Also wir sollten uns die Möglichkeit geben, hier einen Erkenntnisgewinn zu haben, was wirklich erforderlich ist für die Schutzgüter Boden und Wasser, und die dann zur Anwendung kommenden Technologien darauf anpassen. Und natürlich auch die rechtlichen Vorgaben. Okay. Dann meldet sich noch Herr Heine zu Wort. Herr Heine, wir könnten Sie hören. Hallo? Ja. Sie hatten eine Frage.
Ach, Sie haben mich schon freigeschaltet, ja? Ja. Okay, Entschuldigung, ja. Zum Thema Kohlenstoffsenke. Der Erdboden, also im Prinzip unsere obersten 50 Zentimeter Humusschicht, sind ja bekannterweise auch eine Kohlenstoffsenke. Mhm. Seit der Jahrhundertwende ist bekannt, dass dieser Kohlenstoffanteil des Humus oder der Humusschicht permanent abnimmt, was natürlich durch Düngung und Entnahme von, sagen wir mal, organischen Rohstoffen wie Mais für Biogaserzeugung, das ist natürlich ungünstig. Jetzt gibt es Bestrebungen, eben auch Pflanzenabfälle wieder zu pyrolysieren und in Form von einer Art von Kohlenstoff. Prinzipiell Carbonfaserreststoffen auch möglich ist. Und ich vermute auch, dass diese Kohlenstoffpartikel, die man dem Erdreich wieder zuführt, durchaus auch mit den Mikroorganismen, harmonisieren. Weil ich mal mich erinnere an einen Pilzzüchter, der von mir bestimmte Kohlenstofffasertypen haben wollte und die an Pilze verfüttert hat. Mhm. Sind Sie da unterwegs? Wissen Sie da was? Oder sollten wir da mal aktiv werden? Ja, einen herzlichen Dank. Das ist jetzt eine Steilvorlage, ist nicht abgesprochen. Also, ja, warum? Weil wir in einem zweiten Vorhaben tatsächlich an einem derartigen Thema arbeiten, allerdings nicht mit Carbonfaser, sondern mit Biokohle. Sie sprechen ja das Thema an der Rekultivierung oder der Ertüchtigung von teilweise devastierten Böden oder nicht mehr leistungsfähigen Böden. Zum Beispiel ein großes Thema, Ausstieg aus der Braunkohle. Verstromung der Folgelandschaft, Flächen, die hier rekultiviert werden müssen. Wir sind in einem Projekt damit beschäftigt, gerade mit dem von Ihnen erwähnten Pyrolyseverfahren aus zertifiziertem Restholz aus den Wäldern. Biokohle, und zwar zertifizierte Biokohle, da gibt es ein EBC, European Biochar Certificate mit der Schweiz, mit einem sehr, sehr starken Qualitätssicherungssystem, solche Biokohle zu erzeugen für den Einsatz einmal im Bereich der Landwirtschaft als Futterkohle, als Einstreu und als Güllebindungsmittel und auch für den Bereich des Landschaftsbaus und des Acker- und Gartenbaus über die Produktion von Terra Preta. Also das ist durchaus realistisch, dass Kohle, und zwar biobasierte Kohle, allerdings nicht, da spielt jetzt wieder der große Energieeinsatz, der am Anfang erforderlich ist, nicht die Biokohlefaser, sondern ganz einfache Biokohle, die eine körnige Substanz hat und die in ganz anderen Temperaturbereichen hergestellt wird, eine große Kohle. Es gibt hierzu entsprechende Vorgaben der EU, die in Vorbereitung sind, die auch den Einsatz dieser Stoffe möglicherweise in Zukunft nicht nur als Option, sondern als Notwendigkeit darstellen lassen. Wir arbeiten mit einem Verfahren eines Unternehmens direkt an einem großen Braunkohletagebau in Reuden, das ist in der Nähe von Weißenfels, am Tagebau Profen, wo die ersten Anlagen errichtet worden sind und wo diese Biokohle tatsächlich produziert wird und jetzt eben weiterverarbeitet wird, unter anderem auch für die Bodenverbesserung. Also der Gedanke, Kohle zur Verbesserung des Bodens einzusetzen, der ist absolut aktuell. Wir arbeiten dran, aber nicht mit der Carbonfaser. Okay. Bin ich noch dabei? Ja, wir hören Sie noch. Ja, ja, sehr gut. Okay. Ja. Herr Arnold, dann zu den zwei. Okay. Herr Arnold, dann sollten wir im Nachgang mal miteinander telefonieren. Sind Sie gerne erreichbar? Kann ich Sie anrufen? Okay. Ja, ich habe da noch Themen in dem Zusammenhang. Okay, gerne. Dann vielleicht noch eine letzte Frage. Herr Brühlsager meldet sich noch. Eigentlich ist es keine Frage, sondern irgendwo eine Ergänzung. Es gibt ja auch die Kohleproduktion aus Gärresten, aus der entsprechenden Biogasproduktion. Da fallen auch solche Kohlen an, wie der Heine gerade angesprochen hat.
Nur wurde das, oder wurde, wird das in letzter Zeit gar nicht mehr so nachverfolgt. Es gibt ja auf jeden Fall solche Technologien, das zu machen. Da kann der Herr Arnold sicherlich auch eine ganze Menge weiter zu erzählen. Thema für mich ist, oder Aussage noch an der Stelle, ist auch ein hydrothermaler Prozess, der aber exotherm verläuft. Also mit anderen Worten, ohne... Okay. Großartigen Energieaufwand. Können Sie jetzt was zu sagen? Lasse ich aber, weil Herr Watzelhahn schon mit den Hufen schaut. Okay, wir müssen leider ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir wollen ja noch die Abschlussdiskussion machen. Ja. Und wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr sind, würde ich vorschlagen, dass wir gleich in die Abschlussdiskussion gehen und das Thema nochmal strategisch diskutieren. Wie beurteilen wir die unterschiedlichen Nachhaltigkeitsstrategien sowohl als auch, haben Sie zum Beispiel gesagt, was ist die Strategie vielleicht für die Kohlenfaser am geeignetsten? Bevor wir das aber tun, wollte ich die Frau Hohmann, ist die anwesend? Sehe ich nicht, nein. Die zugeschaltet werden, die hatte ja... Jetzt. Ganz kurz, vielleicht dazu ein Hinweis, die Frau Hohmann und das Fraunhofer IGCV sind in dem Green Carbon Projekt für die LCA zuständig. Also da weiß ich. Der Verbindung. Trotzdem hätte ich gerne noch mal von ihr einen Kommentar. Ich weiß, dass die abschließenden Berechnungen noch nicht gemacht sind. Dazu fehlen natürlich auch noch die Daten, aber vielleicht hat sie ein Bauchgefühl. Guten Morgen zusammen. Schwierig. Also ich würde sagen, wir greifen dem sonst zuvor. Also ein Jahr bräuchten wir schon noch Zeit. Ich gehe davon aus, dass es auch da wie so immer keine allgemeine Aussage oder keine Pauschalaussage geben wird. Es hängt enorm davon ab, was Professor Arnold ja auch schon gesagt hat, wie zum Beispiel die Zusatzstoffe weiterverarbeitet werden, also wie das Gesamtsystem ausschaut. Weil man ja neben der Carbonfaser die Stoffe auch zum Beispiel für die Harzsystemherstellung nutzen kann, für Schmierstoffe. Es kommt auch darauf an, wie Additive hergestellt werden, ob wir Power-to-X-Technologien mit zuschalten, ob die dann mit erneuerbaren Energien gespeist werden oder nicht. Also es hängt von verschiedenen Randbedingungen ab, ob wir dann tatsächlich auf ein negatives, das ist ja der interessante Aspekt dabei, ob wir auf ein negatives CO2-Äquivalent kommen. Dass es positiver ist als die petrochemische Variante, dem würde ich definitiv zustimmen, aber ob wir tatsächlich eine richtige CO2-Senke erreichen, dass dann dass das quasi während der Carbonfaserherstellung und auch Verarbeitung weniger Treibhausgase freigesetzt werden als die wir aus der Atmosphäre quasi absorbieren, das denke ich wird unter bestimmten Randbedingungen eventuell möglich sein. Der Herr Arnold hat es ja schon gesagt, dass nach der bisherigen geltenden Abfallhierarchie wir ja nicht deponieren dürfen, ja, weil aufgrund des hohen Energiegehaltes der C-Faser sie thermisch oder rohstofflich zu verwerten ist. Das heißt, wir müssen da ja auch noch die Behörden überzeugen, aber auch von der Rechnungsmethode ist es aber doch so, wenn ich das dann tun könnte, diese Endlagerung, dann kriege ich aber trotzdem für den nachhaltigen CO2, der die C-Phase enthält, eine Gutschrift. Wenn ich es langfristig speichere, ja, und es nicht freigebe. Ja. Gibt es zur Strategie Cradle-to-Cradle, Abfallhierarchie oder CO2-Removal Kommentare aus der Zuhörerschaft?